Guten Morgen und herzlich willkommen heute am Montag, den 3. Dezember. Ich begrüße euch ganz herzlich in den Live-Trading-Räumen der European Trading Academy. Und dieser Handelstag hat schon heute Nacht sehr furios gestartet. Nicht ganz verwunderlich, wir hatten am Wochenende das G20-Gipfel und es war zu erwarten, dass am Ende dieses Gipfels zumindest Bewegung im Markt entsteht aufgrund von Nachrichten. So, was ist passiert? Wir haben fast über das ganze Jahr 2018 ein riesengroßes Thema an den Börsen gehabt, besonders an den US-Börsen. Das war der Handelskonflikt USA-China. Natürlich nicht nur USA-China, letztendlich betrifft es auch noch mehrere Länder, aber vor allem USA-China mit Zollerhöhungen, die das ganze Jahr angedauert haben und der Androhung, die Zölle auch weiter zu erhöhen in den nächsten Wochen. Und an diesem Wochenende gab es doch die Nachricht dann, dass man sich zumindest mal geeinigt hatte 90 Tage, ungefähr 90 Tage lang, eine Art Waffenstillstand zu machen, denn nichts anderes ist passiert. Und das ist dann an der Börse heute Nacht richtig, richtig abgefeiert worden. Also die Erleichterungsrallye, die hier gelaufen ist, hat den S&P vorbörslich schon 53 Punkte nach oben getrieben und wir sehen hier dieses riesengroße Gap in der Nachtsitzung. Der Markt ist weiter gestiegen und ich gehe davon aus, dass er hier an diese Tops hier oben auch noch dranlaufen wird heute im Laufe des Tages. Und natürlich fragen sich jetzt viele, wow, ist das die Jahresendrallye, die wir hier sehen? Müssen wir jetzt kaufen? Ist es das Ende der Korrektur? Ist jetzt Friede, Freude, Eierkuchen an den Börsen? Und da müssen wir dann einfach wieder zurückgehen, unseren analytischen Blick auf den Markt werfen und auch entsprechend schauen, Mensch, wie präsentiert sich denn hier das Gesamtgebilde? Wir haben diese Woche oder vergangene Woche zwei Nachrichten gehabt. Das war einmal dieser Tag hier, der zum Riesenanstieg im S&P geführt hat. Und das war entsprechend die Äußerung des Notenbankpräsidenten, dass man vielleicht sogar vom Gas runtergehen kann und beim neutralen Zins zwischen 2,5 und 3% stehen bleiben kann. Unmittelbar drauf, ich habe es euch letzte Woche in den Marktkommentaren gezeigt, sind die Wahrscheinlichkeiten für weitere Zinserhöhungen in 2019 nach einem Zinsschritt, den wir jetzt im Dezember noch sehen, deutlich unter 60% gesunken und damit antizipiert der Markt sozusagen, die Fed macht noch einmal, macht es noch einmal Fed und dann ist entsprechend Ruhe. Also sagt der Markt, haben wir danach Ruhe. Jetzt ist das zweite Thema sozusagen abgehandelt. Die Annäherung zwischen den USA und China und das führt zu einer riesengroßen Rallye. Und dann muss man sich natürlich jetzt fragen, wow, hat das fundamental was geändert? Natürlich waren die Zinserhöhungen eine Bedrohung für den Markt, genauso wie die Zölle, aber das ist letztendlich gar nicht das Thema. Das Hintergrundthema, was am Markt läuft, ist, dass wir seit sehr langer Zeit eigentlich in einem wirtschaftlichen Aufschwung sind, der sehr, sehr lange auch in den USA gedauert hat. Und wenn wir uns die globalen Konjunkturzahlen anschauen und auch Konjunkturzahlen aus den USA und auch bestimmte Frühindikatoren, dann deutet im Moment aber auch wirklich alles darauf hin, dass es zu einer Abkühlung, vielleicht sogar zu einer Rezession in 2019 mit der Weltwirtschaft kommen wird. Und dieser treibende Faktor würde sozusagen dann, der uns den Markt gestützt hat, nicht mehr bestehen. Der zweite Punkt ist, dass natürlich das Notenbankprogramm, die Fed wird die Zinsen nicht erhöhen, die wird also keine Finanzierungskosten mehr machen, aber sie macht natürlich weiter mit ihrem Tapering-Programm. Das heißt, sie sammelt weiter Anleihen am Markt ein und das heißt, letztendlich führt das dazu, dass sie dem Markt Liquidität entzieht. Wir haben wesentliche Treiber, die uns in den letzten 8 Jahren an der Börse begleitet haben, werden nicht geändert durch diese zwei Nachrichten. Und deswegen macht es vielleicht ganz Sinn, ein bisschen weiter als die ein, zwei Tage oder die Woche Euphorie zu denken. Und wir müssen gar nicht so weit zurückschauen. Sehen wir einfach mal Ende Oktober, da hatten wir hier auch schon diese massive Aufwärtsbewegung. Und diejenigen, die unseren Marktkommentar schon etwas länger verfolgen, die wissen, wir haben gesagt, zwei Modelle, mit denen wir arbeiten.
Das erste ist, dass wir gesagt haben, Bärmarkt-Rallyes, das sind die schärfsten und stärksten Rallyes, die es gibt. Das heißt, da gehen die Marktteilnehmer, weil sie eben jetzt nach einem längeren Kursrückgang glauben, Mann, das sind günstige Einstiegspunkte, sehr schnell und massiv rein. Und das führt dazu, dass diese Rallyes immer sehr, sehr scharf sind, plus Eindeckung von Short-Tradern, die entsprechend plötzlich rausgedrückt werden aus dem Markt. Und ein Bärmarkt führt dann eben zu diesen scharfen Rallyes. Und die zweite Sache, die wir gesagt haben, häufig stehen solche Korrekturen auf zwei Beinen. Und für uns war das Ganze immer hier, diejenigen, die das länger verfolgt haben, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine sogenannte ABC-Korrektur. Und wir haben gesagt, Mensch, diese C-Welle, wenn sie so ist wie die A-Welle in Zeit und Preis, ja, dann brauchen wir so ungefähr, sehen wir das mal, hier ziehen wir das Tages diesen Tag mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tage bis zum Top, ziehen wir diesen hier mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tage bis zum Top. Das heißt, wenn sie exakt gleich sind und exakt gleich lang in Zeit und Länge, in Zeit und Preis sind, ja, dann wird der Markt heute noch steigen, ja, wird morgen das Top zu erwarten sein, aber wir müssen uns nicht darauf verlassen, dass sie wirklich exakt gleich sind. Das zweite ist, wenn sie in der preislichen Dimension gleich sind, dann hätten wir hier die ja, ungefähr, ich habe es jetzt mal hier draufgehauen, nagelt mich jetzt nicht fest, ungefähr 28,40 wäre entsprechend hier das Kursziel für die Aufwärtsbewegung, ungefähr. Aber bedeutet für uns, nachdem der Markt jetzt hier so einen riesen Bullmarktschritt gemacht hat, ja, und ich bin sehr gespannt am Donnerstag auf das sogenannte Sentiment, weil wir hatten ja hier unten am Tief, an diesem Tief hier unten, ein sehr negatives Sentiment, ob sich das auch wieder so deutlich verbessert hat. Also sehen wir hier im Moment eigentlich eine gute Chance, dass die Bärmarkt-Rallye schon diese Woche vorbei sein kann und der Markt sich wirklich den wahren Themen, den fundamentalen Themen wieder entsprechend zuwenden wird. Und das ist einfach ein rückgängiges, rückläufiges Gewinnwachstum bei den meisten Aktien, was letztendlich dann negativ auf die Kurse drückt. Und wir dürfen eins nicht vergessen, der Markt, die Nachricht, die wir hier am Wochenende bekommen haben, das ist letztendlich nichts anderes als eine 90-Tages-Verhandlungspause bzw. Verlängerung der Verhandlungsfrist. Ja, innerhalb der nächsten 3 Monate muss ein, also was heißt müssen nicht, aber letztendlich hat man sich geeinigt, 90 Tage das Ganze stillstehen zu lassen und danach wird ja, eine neue Lösung präsentiert werden. Negativ wie positiv kann die natürlich ausfallen. Ich will gar nicht behaupten, dass sie unbedingt negativ ausfallen muss, aber erstmal ist es nur ein Zeitgewinn, der hier entsprechend läuft. So, okay, wenn wir jetzt uns Fragen stellen, ja, wie sieht es denn jetzt, gut, fundamental haben wir gesagt, ist gar nicht so viel passiert, das ist ein News-induzierter Markt, da können wir natürlich fragen, naja, wie sieht es denn technisch aus? Und ihr seht hier, die Average True Range auf dem Daily Chart liegt bei 47 Punkten. Das heißt also, wenn wir hier heute mit 50 Punkten reinschießen und selbst wenn wir 70 Punkte machen, ja, solange wir nicht heute 90 Punkte im S&P machen und da schließen, gibt es keinen doppelten ATR-Tag und gibt es erstmal keine Veranlassung, umzuswitchen von dem Short-Signal, was uns ja vom doppelten ATR-Tag Anfang Oktober hier mit der Kerze geliefert wurde. Da wurde uns damals ein Verkaufssignal geliefert. So, wenn wir uns dann sequenztechnisch das anschauen, haben wir hier ein Hoch, da ein Tief und da ein Hoch. Das heißt, wir haben auch keine Aufwärtssequenz auf Daily Chart. Also unsere Sequenztheorie sieht hier im Moment erstmal nur ABC. Und wie gesagt, wenn wir heute keine 90 Punkte machen, auch keinen doppelten ATR-Tag. So, Stundenchart. Wie sieht es aus auf dem Stundenchart? Und jetzt müssen wir natürlich im Stundenchart, gehe ich mal, benenne ich die Nachtsitzung aus, weil die verzerrt immer ein bisschen, weil über Nacht sich der Markt häufig sehr seitwärts schiebt. Und dann sehen wir hier 1, 2, 3, das reicht hier nicht für ein qualifiziertes Hoch aus. Dann sehen wir 1, 2, 3, wir sehen hier 1, 2, 3, 4, 5. Also wir sehen, laut unserer Regel kriegen wir selbst hier, wir sehen hier zwar Hochs und Tiefs, aber laut unseren 7-Kerzen-Regeln hat das Ganze hier noch nicht mal auf Stundenchart
ein Aufwärtstrend etabliert. Jetzt muss man sagen, ja, aber der Markt ist doch hier richtig doll nach oben, um 200 Punkte, und das kann man dann nicht ignorieren, tun wir auch nicht. Das ist ein typisches Verhalten, diese schnelle Bewegung, ohne dass sich wirklich die Sequenz ausbildet oder eine signifikante Sequenz ausbildet von diesen typischen C-Wellen, wie wir den Markt hier einordnen. Und deshalb kommen wir jetzt hier im Prinzip zu unserem Plan. Also, wir gehen davon aus, dass es dem Markt gelingen wird, hier über dieses Top zu gehen und auch über dieses Top hier zu gehen. Darauf warten wir erstmal heute. Da werden sicherlich der ein oder andere Stops liegen. Es werden sicherlich ein paar Marktteilnehmer heute panisch agieren, die hier short waren, die hier rausgedrückt werden. Und wir warten ab, dass wir in diesen Bereich hier oben hineinkommen. Also dieser Bereich hier. So. Und in diesem Bereich werden wir dann entsprechend short gehen. Jetzt wird der eine oder andere fragen, ja, aber wo soll ich denn dann einen vernünftigen Stopp hinmachen? Denn, das sieht man hier schön, wir haben hier so einen Mini-Top hier am Tageschart, auf dem 60-Minuten-Chart ist das wahrscheinlich etwas ausgeprägter, aber nehmen wir mal an, wir gehen hier bei 25 short, wow, dann liegt das Ganze ja hier 65 Punkte weit entfernt und das ist für einen Daytrade, boah, natürlich richtig viel. Also erstmal muss es nicht unbedingt ein Daytrade werden. Zweitens können wir in so einer Situation mit einem Worst-Case-Stop arbeiten. Worst-Case-Stop heißt, wir orientieren uns ein bisschen an den 60 Minuten doppelten ATR, sind 11 bis 12 Punkte. Die nehmen wir ungefähr mal 2. Also wenn wir hier so 22 bis 25 Punkte Stopp nehmen, und das müssen wir bei der Volatilität schon machen, ja, dann ist das definitiv eine gute Möglichkeit, hier reinzugehen, weil unser Kursziel liegt letztendlich, wenn wir den Trade auf einer etwas größeren Ebene sehen, unter der 2,6, das wäre schon brutalst weit weg. Wenn wir allerdings, was wir ja bevorzugen, hier Daytrading machen, dann liegt unser Kursziel trotzdem, wenn wir hier oben verkaufen, mindestens mal beim CRV von 2:1, weil wir dieses Gap Close, was wir heute Morgen reißen, also den Markt hier unten in dem 64er Bereich, zumindest in den nächsten Tagen dann nochmal im Rücktest erwarten. Also das ist so ein bisschen, habe ich heute sehr ausführlich und sehr lang erklärt, die Trade-Idee, die wir hier im S&P haben. Wie sieht es aus beim DAX? Der ist natürlich heute Morgen auch fulminant gestartet, aber wir sind im Moment im DAX immer noch in dieser Training-Range hier drin und ich habe den ganzen November schon die Philosophie vertreten und das war, glaube ich, eines der wichtigsten Trading-Ideen, die wir für den November hatten, dass der Markt sich hier in der Seitwärtsphase befindet, nämlich, dass man ihn hier nicht aggressiv handelt, sondern wie eine Seitwärtsphase handelt und ich gehe im Moment sogar hier von so einer kleinen Dreiecksbildung aus, wobei, das kann man natürlich nicht genau wissen, aber ich zähle ihn in der Position von so einer Welle 4 und da kommt das häufig vor. Dafür sprechen die Überschneidungen, die wir in dieser Bewegung hatten, die Überschneidungen, die wir in dieser Bewegung hatten. Und da wären wir jetzt heute Morgen quasi auch schon in der Sellzone drin. Jetzt gehe ich da jetzt nicht einfach blind hinein, sondern warte mal ab, dass das Momentum aus dem Markt rausgeht. Aber letztendlich oberes Ende der Range bleibt definitiv ein Verkauf, weil es hat sich mal gar nichts geändert für den DAX. Wir sind weiter im Abwärtstrend. Und diese wirtschaftliche Eintrübung, das ist das Hauptszenario, was wir hier spielen. Und diese weltweite wirtschaftliche Eintrübung. Und da hat sich für den DAX auch gar nichts geändert. Also sehen wir hier eher eine Short-Möglichkeit. Auch hier, wenn wir jetzt hier Sequenzen uns anschauen, ja, okay, da müssen wir jetzt sagen, tatsächlich, da hat der Markt hier 1, 2, 3, 4, 5, hier hatten wir also, wir hatten zumindest, ich markiere jetzt mal die ganz wesentlichen Hochs und Tiefs, die sind definitiv hier mit Hochs und Tiefs zu sehen, da ist die Sequenz hier gestartet, dürfen wir aber nicht überbewerten, weil wir haben ja noch mehr Kriterien als einfach nur einen einfachen Sequenzstart und dazu gehört vor allem das Dominanzkriterium. Und wenn wir uns diese Bewegung hier anschauen, zu der ganzen Bewegung, die hier runterläuft, ist das nicht dominant. Und dann gibt es das Penetranzkriterium. Das heißt, wir haben noch nicht mal das letzte Hoch aus der Abwärtsbewegung hier. Also da ist das letzte Hoch aus der Abwärtsbewegung, da ist das erste von der Aufwärtsbewegung. Also das mangelt einfach an so vielen Punkten, dass wir sagen, ja, klar, die Sequenz ist da, aber wir haben solche Phänomene häufig in der Seitwärtsphase. Da müssen wir jetzt hier nicht unbedingt hingehen, um
sofort hier auf Sequenz Long zu drehen, sondern dann nehmen wir einfach mal das obere Ende der Range und bleiben hier mit dem größeren Trend Short. Wenn der Markt wirklich Long ist, wird das uns in den nächsten Tagen zeigen, dann bleibt es immer noch Möglichkeiten, hier umzustellen. So, letzter Punkt ist der Bund Future. Der ist hier im sauberen Aufwärtstrend und der bietet heute Morgen sogar Kauflevel an. Also steigende Hochs, steigende Tiefs, da müssen wir uns gar keine Gedanken machen. Solange sich das Muster hier nicht ändert, ja, und das hat sich bis jetzt nicht geändert, ist er eigentlich eher wieder auf dem Kauflevel. Wir sind hier in sehr Sequenz aufwärts, sehr choppy, aber das ist egal. Kauflevel, von daher Strategie auch hier wieder zu kaufen. Und dann Euro-US-Dollar, der ist hier einfach in der technischen Reaktion. Wir gehen davon aus, dass er auch hier nochmal eine C-Welle Richtung 115,20 machen kann. Wir würden ihn aber hier auch jetzt im Moment nicht als aggressives Handelsinstrument derzeit empfehlen. Ich wünsche euch gute Trades, schönen Montag, bis dann, bye bye, euer Björn.